So, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört, da kann ich mich noch erinnern. Ich bin irgendwie ein bisschen heiser gerade. Und da hinten stehen schon wieder die nächsten Leute. Die wollen uns töten. Vielleicht kann man sich hier vielleicht auch durchschleichen. Ich guck mal kurz im Dollarbill. Wir brauchen nämlich ein bisschen was Neues. Gesundheit. Salz brauchen wir. Und Munition. So, Elisabeth. Danke für die Münze. So, und ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab. Das hatte ich nämlich letztens einmal bei einem anderen Spiel, was ich aufnehmen wollte. Was ich vielleicht bald nochmal versuche, aber ich werde es noch nicht verraten. Auf jeden Fall. Oh, ich glaube, leise. In your face, bitch! Sag mal. Dafür ist eben blöd, weil er einen hohen Rückstoß hat. Wo bist du? Was? Aha, okay. Da haben wir also 20 Schuss von. Kurz ein bisschen leiser machen, so. Aua, aua, aua. Aua, aua. Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Warte, gib mir Salze. Oh, ich kann immer nicht reden, wenn ich in so einem Gefechtel bin. Du Hurensohn. Ich weiß, du bist eine Frau, aber du bist trotzdem Hurensohn. Wo bist du? Zeig dich. Oh, der Rabenmann, ja, der Rabenmann. Oh, irgendwann wirft er von alleine ab. Oh, keine Salze. Oh, was? Da steht ja auf einmal vor mir? Ein Scharfschütze. Wo denn? Hilfe. So, schneide mir hier keiner den Weg ab, bitte. Dankeschön für die Salze. So, das werden wir schon irgendwie schaffen. Bam, bam, bam. Oh Gott. Oh, Salze. Yay. Ihr seid tot, ihr seid mehr tot als ich. Oh nein, mach ordentlich. Nein, 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 nein. Okay, ich habe noch ein Lockpick genommen. Munition, Munition, Gesundheit. Kann man das irgendwie wieder aufnehmen? Nee. Ich glaube, die Musik kann sich gerade nicht entscheiden, ob Gegner da sind oder nicht. Aber ich weiß, dass da noch welche sind. Aua. Was hat er denn dabei? Irgendwas Special-mäßiges. Ich habe heute auch wieder ein bisschen mehr Elan zum Spielen. War ja letzten Aufnahme nicht so. Ich war ja nicht so begeistert irgendwie. Weiß auch nicht warum. Was los war. Gesundheit. Okay. Tralala. Ein blutverschmiertes Gemälde. Panzerfaust. Munition. Da laden wir mal kurz nach. Okay, ein Schuss nachgeladen. Und wer ist er? Er hier?
Krähe. Krähenmann. So, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Sehr wichtig, sehr wichtig. Hot Dogs. Hot Dogs. Aber alles nehmen. Okay, gesund, alles wieder voll. Hier gibt es noch eine Ausrüstung. Was kann die denn? Das Fallwaffe an der Wache erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Okay. Okay, okay. Da ist ein Riss. Da ist ein Riss. Wir sollten doch noch zwei Risse finden. Das ist einer davon. Bam. Wo bist du? Kurz Zeit zu fangen. Au. Macht nichts. Ich komm schon klar, ich komm schon klar, ich komm schon klar. Krähenmann. Oh nein, es war zu spät. Verdammt. Ich glaube, der Krähenmann ist tot, oder? Und jetzt gucken wir uns den Riss an. Oder? Wir schauen uns erstmal um. Sonst kommt ja gleich die nächste Horde. So, und ich habe jetzt vor, eine ganz, ganz lange Aufnahmesession zu machen. Zumindest relativ lange. Und deswegen sage ich jetzt erstmal ein paar Folgen kein Tschüss mehr, aber es macht ja nichts. Ich schneide es dann einfach im Nachhinein in 20 oder 25 Minuten Parts. Jetzt öffnen wir einfach mal den Riss hier. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Okay. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Nimm mal Voxophon. Komm, Stock. Engel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann, aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt, aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Okay. Wo müssen wir denn hin? Kannst du das öffnen? Kriegst du das auf? Mal sehen, was ich tun kann. Mit den Klackschuhen. Erledigt. Silberjäger. Okay. Lady Comstock. Lutesse sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen. Aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen.
Was denn für Lügen? Ach du Heilige. Oh Mann, ich hasse es, gegen Geister zu kämpfen, weil die einfach so viel einstecken können. Oh, hier waren wir schon, ne? Ich wollte gerade noch mal irgendwo hinflüchten. Aber wir müssen da wohin. Schade. Wo bist du? Da, ich sehe dein Kleid. Hallo. Okay, Spaß beiseite, jetzt wird's ernst. Oh Gott, das war ja voll daneben. Wie viel brauchen die denn? Auf die Distanz ist halt nicht so gut die Waffe. Gar nicht. Ich hoffe, die spawnen nicht immer nach, sondern werden auch weniger. Ich hoffe es. Aber ich glaube, bis sie tot ist, spawnen immer wieder neue nach. Danke, 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 Hilfe. Oh Gott. Wir sind gleich tot, verdammt. Oh nein. Oh Gott, wir müssen dringend irgendwie Medizin oder sowas suchen. Medizin. Ist hier oben was? Hier waren wir aber noch nicht. Können wir uns denn auch von alleine irgendwie regenerieren? Was denn? Verdammt. Komm nicht zurück. Schade, Schokolade. Hast du Munition für mich, Elisabeth? Hier ist auch nichts mehr. Was ist denn das? Schießeisen. Möchte ich das? Warum schwebt denn das? Nehme ich das? Na, ich glaube, die Mission wird mir dann wieder ausgehen. Medizin. Bam. Ja, bitte. Aber jetzt auch für die Waffe, scheiße. Für die andere wäre es ganz gut. Kannst du nachladen? Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich kann auch nichts mehr machen jetzt irgendwie, ne? Es gibt keine Medizin hier mehr. Oh. Sag mal, der braucht 3 von solchen Dingern? Das kann auch nicht mehr angehen, irgendwie. Also ich finde, die Gegner können hier viel zu viel einstecken. Und hier rein? Nein.
kann man auch nicht rein wahrscheinlich. Das können wir auch mal durchrennen. Wie wär's? Renne, renne, renne. Ich muss heute gar nicht alle fertig machen. Vielleicht kann man einfach nur mal irgendwo rennen und sich verpissen. Oh Gott. Hilfe. Okay, hier ist nichts. Oh mein Gott, die sind am Arsch. Ich bin gleich tot. Ich werde gleich tot sein. Jo, wir sind tot. Ich frage mich ja, ob andere auch so oft gestorben sind wie ich. Frage ich mich. Sag mal, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, alles mitnehmen, was wir schnell mitnehmen können. Au. Wo müssen wir denn hin? Verdammt, von hier kommen wir ja. Scheiße. Oh Mann. Kann man so verplant sein. Tut mir leid. Kann man hier irgendwie durch? Ich glaube, bevor man ihn nicht besiegt hat, kann man hier gar nicht in irgendeine Tür. Oh, ich habe gar keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Mit Blut. Oh Gott. Ich warte mal. Was? Hä? Tontauben schießen. Sterb. Alter, was ist viel zu viel los? Was ist das? Hilfe. Wo ist der Große? Wo ist der Comstock-Geist? Zeig dich. Weil wenn ich den besiegt habe, dann sind die anderen auch alle weg. Immerhin haben wir eine Anna das gefunden. Alter. Wow. Alter. Was ist mit dir? Alter. Wo bist du, Geist? Geist von Lady Comstock. Oh. No Scope? Nein, geht nicht. Danke.
So, Geist. Da ist der Geist. Kommt ihr gleich hier rein? Bitte nicht. So, wir haben sie wieder getroffen. Ja, bitte. Zieh den Wassersmann Herzen in Dolch? Oder was sagt sie immer? Irgendwer hat sie ja umgebracht anscheinend. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben sie vorerst wieder besiegt. Müssen wir ab und zu mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Und hier ist eine riesen Blutleiche. Oder was ist das? Bäh. Wir gehen noch mal gucken, ob wir irgendwas abstauben können noch. Mal sehen. Da sind bestimmt wieder ein paar Silberigel drin. Ne? Ja, 168. Das Scharfschützengewehr hat uns, glaube ich, ein bisschen gerettet. Da hinten waren ja auch noch Türen, ne? Kann man da jetzt denn rein? Wo waren die denn? Da.